Hallo ihr Lieben, ihr wisst ja, wie gerne ich Experimente mag. Heute steht ein neues an, was für euch weniger spannend ist wie für mich. Ich drehe nämlich ohne Linsen und ohne Brille. Und ich habe nämlich festgestellt, wenn ich hier oben aufs Handy gucke, dann sehe ich quasi scharf, was hier unten passiert. Ja, ich bin gespannt, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Wir testen es. Ich war gebeten worden, ich werde heute auf Kommentare eingehen. Es gibt Menschen, die sich gerade durch meine Uralt-Videos durcharbeiten, die ja 5 Jahre alt sind, bei denen ich noch nicht mit euch gesprochen habe, sondern bei denen ich lediglich zeige, wie eine fertige Karte funktioniert, weil ich damals diese Videos genutzt habe, um bei VHS-Workshops oder bei der Bewerbung von VHS angeboten zu zeigen, das ist die Karte, die wir basteln werden und wie es funktioniert, zeige ich im Kurs. Und da war es ja gar nicht von Interesse, in meinem Interesse zu zeigen, wie das geht, weil die Leute sollten ja schließlich zum Workshop kommen. Und das ist auch teilweise sogar tatsächlich heute noch so, dass ich bestimmte Techniken nicht in Videos zeige, weil ich sie in Workshops zeige. Genau. Und wir werden heute eine sehr, sehr alte Kartentechnik aufgreifen, die ich zwar, meine ich, zwischendurch auch nochmal gezeigt hätte, aber ich war mir nicht sicher und dachte mir, ach, das ist so simpel. Das könnte ich unter Umständen sogar blind hinbekommen. Ich bin selbst sehr, sehr gespannt. Erstmal zeige ich euch, was ich gekauft habe beim Action. Und auch das werden wir versuchen, quasi blind auszuprobieren. Und zwar habe ich Fineliner gekauft. Fineliner und Brush Pen Set. Es sind 6 Stifte. Ich kann das echt durch die Kamera sehen. Das ist natürlich mega. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 und ein einziger Brush. Ist ja süß. Und das, worauf ich jetzt nicht geachtet habe, ist, inwiefern sie wasserfest sind. Da steht auch... nicht drauf. Ich gucke gerade mit euch. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das im Regal aussieht. Dann seht ihr auch den Preis. Wenn ich diesmal einiges außerhalb des Videos machen sollte, weil ich es halt so nah an meine Augen führe, dann bin ich da hoffentlich entschuldigt. Das sind die 6 Stifte. Oder ich halte es halt so lange unter die Kamera, bis ich es lesen kann. Stellt er nicht scharf? Stell mal scharf. Er stellt nicht scharf. Wartet. 0,2. Ich sortiere mir die gerade einmal. 0,8. 1. Brush. 0,4. Und dann wird das hier 0,6 sein. Prima. So, das haben wir schon mal. Check. Dann nehme ich mir ein Blatt Papier und wir probieren mal einmal aus. Also das kann ich jetzt gerade nicht lesen, was ich hier... Doch, ich kann es durch die Kamera tatsächlich wieder sehen. Dann muss ich durch die Kamera arbeiten. Das ist komisch. Nee, warte mal, ich muss das blind schreiben. Und dann kann ich es mir durch die Kamera angucken. Und wir machen gleich den Wassertest. Also wenn ich das jetzt irgendwie krumm und schief schreibe, dann ist das Ding beschuldet, dass ich tatsächlich es nicht sehe. Bin gleich gespannt, wie es ausschaut, wenn ich durch die Kamera sehe. Jetzt gerade gucke ich unter der Kamera durch. Und jetzt kommt der Brush Pen. Da gilt es natürlich einmal zu prüfen, auch das blind zu machen. Wie gut kann ich den streicheln? Ich merke schon, dass er sehr weich ist und sehr stark nachgibt. Dementsprechend, so, jetzt gucken wir mal durch die Kamera. Sieht aber gut aus. Das wollen wir nochmal ausprobieren. Also man kann ihn fantastisch streicheln. Er wird sehr, sehr breit. Also er ist für sehr große Letterings dann geeignet. Wenn ich jetzt ein kleines M machen will, wir probieren auch das mal. Ich glaube, noch kleiner kann ich nicht werden. Ne, ihr seht dann, dass es ansonsten... Also dann wird es nicht deutlich. Also ich kann zwar weniger Druck ausüben, damit es nicht ganz so breit wird, aber die Besonderheit von Brush Lettering, also zur Erinnerung, Hand Lettering ist alles, was ihr mit
mit Stiften macht. Also da kann man halt dann kombinieren. Ich zeige das mal nochmal. Dann könnt ihr kombinieren. Großbuchstaben mit Kleinbuchstaben, mit Großbuchstaben, mit irgendwas. Also da könnt ihr, das ist Handlettering. Also einfach das Spielen mit Buchstaben, mit Schrift, mit was auch immer. Ihr könnt das komplett kombinieren. Brush Lettering, da bearbeitet ihr mit einem Pinselstift, der flexibel ist und mit dem ihr eben schafft, sowohl dünne wie auch dicke Linien zu machen. Und die Abstriche, da drückt man immer, da übt man Druck aus, sodass diese Pinselspitze sich eben senkt und dickere Striche macht. Und der funktioniert hervorragend, wenn ihr mal tatsächlich zum Beispiel eine Speisekarte, die größer sein soll, auf A3 oder so, dafür ist dieser hier super. Ich finde auch, ich muss mir das gerade noch mal genauer angucken. Ich zeige euch das auch mal genauer. Also es ist wirklich auch sehr saftig. Es hat was, als ob ich wirklich mit einem Pinsel gearbeitet hätte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Feinliner, wartet, ich muss mir das gerade einmal angucken. Aha, da finde ich jetzt den 08er gefühlt breiter wie den 1er. Also noch mal gerade gucken, das hier ist der 08er. Jetzt versuche ich auch mal sehr bewusst genau den gleichen Druck auszuüben. Das ist der 1-0er. Und ich finde ja, dass tatsächlich lustigerweise der 0,8er breiter schreibt. Spannender aber, also das finde ich nicht sehr wesentlich. Ansonsten auch finde ich die Unterschiede jetzt nicht so gravierend. 0,2, 0,4... Ja, ein bisschen. Mir fällt gerade auf, dass ich vielleicht noch mal gerade was erläutern sollte für all diejenigen, die durch dieses Video auf meinen Kanal stoßen und mich noch gar nicht kennen. Kurz erklärt, ich habe gerade einen grippalen Infekt und habe eine seröse Otitis media, was bedeutet, dass ich zurzeit auf beiden Ohren nicht höre und ich habe eine beidseitige Bindehautentzündung, die zurückgekommen ist, also die schon fast weg war und dann ist sie nochmal komplett durchgebrochen. Ich werde also morgen früh erstmal zum Augenarzt fahren. Ich freue mich total, dass morgen Montag ist. Und dementsprechend kann ich keine Kontaktlinsen tragen. Ich habe 12 Dioptrien. Ich kann aber zurzeit auch deshalb keine Brille tragen, weil ich sowieso ein Level von Kopfschmerzen habe. Aber sobald ich die Brille trage, wird es unerträglich. Warum, weiß ich nicht. Ich hoffe, das kann mir der Augenarzt morgen beantworten. Nur das kurz, warum arbeite ich jetzt ohne Brille und ohne Linsen und warum muss ich mir das so nah vor die Augen halten? Weil ich nur auf 7 cm scharf sehe. Ich fand das übrigens sehr spannend, dass so viele, also dass es doch so viele gibt, die ähnlich blind sind oder sogar blinder. Aber ich glaube, das macht dann irgendwann auch gar keinen Unterschied mehr, weil ob ich jetzt 4 cm weit sehe oder 12 cm scharf sehe, das macht keinen großen Unterschied. Aber ich bin ja jetzt seit einer Woche im Training und stelle fest, wie gut ich eigentlich zurechtkomme, nur ansatzweise zu erkennen. Also ich muss dann halt teilweise tasten und fühlen, wo ist es jetzt? Und ich kann halt, also ich falle auch zum Teil echt fies rein. Also ich weiß nicht, wann und wie das passiert ist, und meine Katzen den runtergefegt hatten, den Stöpsel von einer Seifennachfüllflasche, von so einem Beutel, der war in die Badewanne gefallen. Und weiß, in einer weißen Badewanne, ich hatte keine Schnitte und habe fast draufgetreten. Der ist Gott sei Dank weggeflutscht, als ich reingetreten bin, also draufgetreten habe. Also das hätte sonst echt übel wehtun können. So, aber jetzt kommen wir zurück zum Video und zum Spannenden, nämlich ob das Ganze wasserfest ist. Und ich gucke jetzt, hupala, ah, das ist dieser Pinsel, der nebenher läuft. Na, das ist aber auch egal. So, ich gucke mal durch die Kamera. Und wir malen hier mal einmal flüssig drüber. Gerade gucken, ob ich auch wirklich genug Flüssigkeit habe. Hier, damit könnt ihr es jetzt auch sehen. Ah ja, doch, es verwischt schon. Aber nur, wenn ich mit sehr viel Flüssigkeit arbeite. Vorher ja wirklich gar nicht. Wir machen es nicht mal ganz so flüssig. Schon noch flüssig oder feucht, aber nicht mehr so flüssig. Ja doch, also er ist nicht wasserfest. Und ich denke, der hier auch nicht. Nein, ist er nicht.
Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Wäre natürlich genial gewesen, wenn er wasserfest gewesen ist. Das muss man lediglich wissen, je nachdem, mit was für einer Technik ich arbeite. Dann kann ich den erst ganz zum Schluss verwenden. Ne? Also die sind nicht wasserfest. Ja, wow. Zwischendurch muss ich husten und Nase putzen. Oh, hier ist auch noch feucht. Das fühle ich zum Beispiel jetzt mehr. Das sehe ich nicht. Das werde ich aber versuchen rauszuschneiden. Ihr müsst mich nicht husten oder schniefen hören. Was habe ich noch gekauft? Es gibt neue Bänder. Oder ich weiß gar nicht, ob sie neu sind oder ich dieses hier nur noch nicht kannte. Ich zeige auch da mal gerade die Fotos vom Action. Und ich hatte schon häufiger gezeigt, wie man mit Bändern basteln kann. Und hier fand ich es halt deshalb so schön. Also erstmal gefiel mir die Farbe sehr gut. Und dann gefiel mir halt das Band mit der Schrift sehr gut. Also es gibt, muss ich mal mit euch wieder durch die Kamera gucken. Ah ja, ich sehe gerade, ich halte es falsch rum, wenn ich es richtig sehe. Ja, es gibt eben dieses Band mit dem For You. Und das finde ich auch noch sehr, sehr schön geschrieben. Und die anderen Bänder sind halt farblich passend dazu. Und wie ich finde, ebenfalls sehr, sehr schön. Also da kann man tolle Kombis mitmachen, ob wir damit gleich arbeiten werden. Dann würde ich drei Karten basteln. Weiß ich noch nicht. Ja, entscheide ich noch spontan. Was ich noch bekommen habe, was mich völlig begeistert hat, es gibt neue, ich glaube sogar auch neue Farben von diesen Grundkarten. Auch da zeige ich euch die Fotos. Also da habe ich jetzt nur diese drei Farben bekommen. Es gibt auch noch andere Farben, die mich eigentlich noch mehr interessiert hätten, aber die waren natürlich schon weg oder gar nicht in den Action geliefert worden, in dem ich war. Ich zeige euch das oder die Fotos. Ich glaube, das Foto. So, dann werfen wir mal einen Blick drauf. Wir haben, ich glaube, in der Theorie sind es 8. Ach, hier habe ich den Zettel. Mal gucken. Ja, 8 C6. Briefumschläge, 120 Gramm und 8 A6 Karten, ich zitter, mit 240 Gramm. Und gerade einmal gucken, wie die gefalzt sind. Sieht aber recht gleichmäßig aus. Und sie, das muss ich mir jetzt mal, ah ja, sie schimmern ein bisschen. Ach, ich könnte mal das Licht anmachen. Ah, und es wurde Licht. Könnt ihr den Schimmer so sehen? Ich hoffe schon. Das gefällt mir ganz gut. Ist jetzt eine sehr schlichte beige-cremefarben. Das finde ich. Mal gucken. Kann sein, dass wir damit gleich schon direkt arbeiten. Dann habe ich das Set mit Blau gekauft. Und da haben wir verschiedene Blautöne. Jetzt gerade waren es ja 8-mal dasselbe. Und diesmal haben wir 2 in Dunkelblau, 2 in, ja, ich sag mal Metallic Blau, 2 mehr so in Türkis Petrol und 2 in ja, Metallic Himmelblau. Und dann entsprechend passend die Grundkarten dazu. Moment. Ja, und auch die haben einen Schimmer. Und ich finde das halt total schön. Ich habe mich total gefreut darüber. Weil ich muss gestehen, ich kaufe ja sonst immer die 50 Blätter in A5. Die mag ich auch sehr gerne, aber irgendwann ist man die Farben leid. Und deswegen bin ich jetzt immer auf der Suche nach mal anderen Farben. Vor allen Dingen, weil man dann, bestimmte Farben werde ich einfach nie los. Und das, was immer als erstes weg ist, ist der Flieder- und Lila-Ton. Und irgendwie rosa, hellgelb, hellgrün und orange, die sammeln sich bei mir halt immer mehr an. Und dann habe ich noch dieses graue Quarz gekauft. Ich glaube, das waren nach der Erinnerung auch verschiedene Farben. Ja, da haben wir einmal so ein dunkles Anthrazit, dann einmal so ein Silbergrau, einmal ein ja, Grau Metallic und einmal so leicht ins Grünliche gehend. Und dann entsprechend auch wieder die Karten. Jetzt muss ich erstmal sortieren. Die gehören aber dahin, oder? Ha, Moment. Ja, das würde ich sagen, gehört dazu. Aber das hier passt doch farblich gar nicht so gut. Oh ja, und hier der Umschlag ist leider ein bisschen verknickt. Muss ich erstmal gucken, gehört denn das dazu? Sieht auf jeden Fall besser aus als das.
Na, das passt aber nicht so 100%. Naja. Also ich glaube, hier könnte man jetzt auch tatsächlich mal ein bisschen wild tauschen. Das passt wieder ganz gut. Ich merke, ich muss ein bisschen Gas geben. Meine Hustenanfälle werden schlimmer. Offensichtlich ist es doch ganz gut und wichtig, wenn ich nicht so viel rede. Die Kartentechnik, die, ich glaube, Evchen war es, angefragt hatte. Ich zeige euch mal den Kommentar. War eine Technik gewesen, bei der ich den Hintergrund selbst gestaltet hatte. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Ursprungsvideo in der Videobeschreibung. Ich glaube, das ist einfacher, als es hier zu verlinken. Ich glaube, in der Videobeschreibung ist es für mich einfacher. Ich nehme jetzt ein Designpapier, was mir farblich sehr gut gefallen hat. Wir nehmen es so rum. Und ich habe zwei Stempel rausgesucht, und zwar Schmetterlinge. Wichtig für diese Technik ist, dass ihr Stempel benutzt, die, die vollflächig sind, also die viel Fläche haben, die nicht nur eine Umrandung haben. Ihr werdet gleich, wenn ich es gestempelt habe oder die Technik fertig habe, sehen. Ich schneide mir das Papier jetzt einmal zu. Ich arbeite jetzt der Einfachheit halber mal komplett ohne Mattung. Ach so, haha, 10 cm muss ich mir trotzdem angucken. Wartet. 10 cm. Ich muss erstmal einmal geraden. Das einmal gerade abschneiden. Oh, ich muss mal wieder ölen. Und dann bei 10 cm. Anlegen. Na, warte, ich lege es erstmal bei 14,3 an. 14,3. Dann habe ich hier noch ein breiteres Stück, je nachdem, was ich noch vorhabe. Und dann mache ich hier mal 10. Und dann ist mir gerade eingefallen, dass ich ja auch noch einen Gruß drauf stempeln möchte. Und auch da. Je breiter die Schrift ist, desto mehr kommt diese Technik gleich zur Geltung. Und deswegen suche ich da mal was raus. Das ist übrigens der perfekte Test dafür, ob ihr bisher ordentlich genug wart. Also ob die Sachen, die ihr benutzen wollt, an der gleichen Stelle ist. So, jetzt mache ich mal, ich lege das hier unten an. Ich habe jetzt gerade nicht die Stempelhilfe vom Action Guide. Doch, ich habe die, hätte die greifbar, aber dann müsste ich sie aus dem Workshop-Koffer rausholen. Das will ich gerade mal einmal nicht machen. Ich werde gleich nochmal den Hustenstiller nehmen müssen. Mein Göttergatter hat mir einen Hustenstiller gekauft. Der ist aber so eklig, dass ich den eigentlich nicht nehmen will, aber ich befürchte, es ist nochmal notwendig. Mal gerade einmal den sauber machen. Wir machen mal alles Gute. Und wenn ihr die Stempelhilfe noch nicht kennt, dazu gibt es ein eigenes Video. Findet ihr unter Kartenqueen Stempelhilfe. So, und jetzt muss ich kurz noch zwei Dinge holen, nämlich ein Embossing-Stempelkissen und Embossing-Pulver. Und ich muss meinen Embossing-Tool einstöpseln. Das mache ich noch mal gerade. Jetzt wird es spannend. Das Embossing-Stempelkissen, was ich gefunden habe, ist ein älteres von Ranger. Und wenn ich da reindrücke, ich wollte nämlich gucken, ob es noch feucht ist. Und es ist noch feucht, aber irgendwie geht es danach nicht mehr hoch. Oh, wir probieren einfach mal. Für diejenigen, die nicht wissen, was Embossing ist, auch dazu gibt es ein Video. Ihr werdet es jetzt sehen. Aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, es gibt ein Video dazu. So. Ich probiere das jetzt einfach mal. Dadurch, dass ich das Papier an eine ganz bestimmte Stelle gelegt habe, müsste ich es eigentlich retten können, wenn es irgendwie so völlig schief läuft. Könnten meinen Stempelfitzer nutzen. Auch dazu gibt es ein Video. Oder oh, das ist in einem Video drin. Das Foto, das Teil ist auf dem Vorschaubild zu sehen. So, lass mich mal halt einmal gucken. Oh, das macht aber einen guten Eindruck. Also man sieht dann so wie so ein Wasserzeichen. Ich gehe noch mal auf Nummer sicher. Es ist flach jetzt. Na, wir schauen mal, aber es scheint ja zu funktionieren.
Ist ja lustig. Habt ihr das auch? Und wenn ja, woran liegt das? Und was macht man dann damit? Also es löst sich nicht auf. So, ja, fantastisch. Deswegen nehmen wir das Papier hier runter. Nehmen. Ich habe hier so eine Auffangschale. Ihr könnt aber auch ein Blatt Papier nehmen oder was auch immer. Habe jetzt ein transparentes Embossingpulver. Das streue ich dort drüber. Ich habe gerade freiwillig den Hustenschiller genommen, weil es so schlimm ist. Es ist so widerlich. Also wenn man sowas freiwillig nimmt, dann gut. Man schüttelt das Pulver ab. Und jetzt sehe ich gerade, dass es hier zum Beispiel noch zusätzlich haftet. Und da kann man dann einen Pinsel nehmen. Das sehe ich jetzt nicht. Da ich meinen Pinsel nicht sehe, arbeite ich einfach mit dem Finger. Denn das ist in diesem Fall jetzt tatsächlich mal wichtig. Normalerweise ist mir das ja ziemlich Hupe. Aber jetzt ist es tatsächlich wichtig, dass ihr zumindest solche groben Sachen... Ach, wie lustig das. Eine Perle. Oh, da sehe ich jetzt auch, ja, hier sehe ich noch, ja, bei dem A, ja, dann muss man gerade einmal mehr einen Pinsel, ich weiß, wo er ist, weil ich für einen Kurs den schon rausgesucht habe. Auch besser, ich hatte sogar tatsächlich genau für diese Besonderheiten mir zwei schon zurechtgelegt. Jetzt muss ich nur gerade einmal gucken, kümmere ich mich auch um dieses Perlchen. Zack, und hier beim A ist. Ah ja, ihr konntet es jetzt nicht sehen, aber. Und der Rest macht einen guten Eindruck. Also da habe ich jetzt einfach nur so ein Pulver drauf. Und wenn ich dieses Pulver erhitze, schmilzt es. Vorher gieße ich das hier zurück. Muss jetzt gar nicht so gründlich sauber machen, weil wir das gleich noch mal benutzen werden. Und jetzt nehme ich mein Embossing-Tool und erhitze es. Und dann fängt das an zu schmelzen. Dann sieht das so aus. Und da ich ja ein klares Embossingpulver genommen habe, ist das natürlich jetzt nicht so super gut lesbar. Gerade einmal mit euch gucken, ob ich auch wirklich... Man kann dann immer sehen, ob man... irgendwo noch eine pudrige Stelle hat. Ich höre was piepsen. Jetzt weiß ich nicht, ob das in meinem Ohr ist oder in meiner Wohnung. Ich gehe mal einmal kurz vorsichtshalber gucken. Habt ihr was piepsen gehört? Ich habe jetzt nichts finden können. Das ist dann sehr irritierend. Also ich höre zurzeit, ich hatte das beschrieben mit, als ob ihr den Kopf die ganze Zeit unter Wasser hättet. Ich höre also gerade nicht gut. So, ich habe das embossed. Und jetzt brauchen wir die beiden Schmetterlinge. Und ich nehme mir mal das Schmierpapier von eben. Und jetzt stempeln wir ebenfalls mit dem Embossing-Stempelkissen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einigermaßen. Stempel ich mir die hier an den Rand. Kreuz und quer. Kann auch mal weiter reingehen. Oder auch über den Rand hinaus. Ich sollte mir nur einigermaßen merken, wo ich den Stempel, weil ich ja gar nicht so viel sehe.
So, ich gucke mal gerade einmal, ob ich was sehen kann, wenn ich es näher ranhalte. Ich gucke mal mit euch gemeinsam durch die Kamera. Ja, man sieht nicht so rasend viel. Dann werden wir das einfach ausprobieren, indem ich jetzt das gleiche wiederhole wie eben. Ich nehme das Embossing-Pulver, streue es großzügig drüber. Lasse es noch mal einmal hier quasi drüber fließen und es bleibt jetzt dort haften, wo es flüssig ist. So, jetzt gucke ich erstmal, wo ich hinfassen kann, ohne dass ich irgendwas kaputt mache, und wir gucken mal gemeinsam. Also der Schmetterling sieht super aus, den da drüber habe ich ja fast perfekt gesetzt. Das sieht gut aus, der sieht nicht sehr schmetterlingsmäßig aus. Da kann man nicht so richtig eine Struktur erkennen. Da gerade gucken, dass ich euch mitnehme. Da gehe ich jetzt hin und entferne mal das Pulver so, dass die Schmetterlingsstruktur auch mehr zu sehen ist. Hier unten ebenfalls, zumindest so ein bisschen das Pulver weg. Der große ist besser geworden. Jetzt muss ich wieder gucken, was ihr seht, damit ihr seht, was ich tue. Also ich pinsel jetzt einfach das überschüssige Pulver weg. Und hier ist auch bei dem kleinen Schmetterling, der hat wenig Schmetterlingsform. Dementsprechend gehe ich hier einmal hin und entferne ein bisschen von dem Pulver. Den habe ich wahrscheinlich zu fest aufgedrückt, genauso wie hier oben bei dem kleinen. Ich versuche es nochmal so zu machen, dass ihr seht, was ich tue. Also ich kann nicht durch die Kamera arbeiten, das funktioniert nicht. Ich schätze mal, dass ich da zu fest gedrückt habe, wodurch die Ränder mit aufgekommen sind. Aber so müsste es eigentlich schon passen. Ich denke gerade darüber nach, ob ich es schon mal erhitze. Das mache ich jetzt mal. Und dann werde ich aber, glaube ich, noch 2, 3, 4 Schmetterlinge dazusetzen, damit es gleich noch effektvoller wirkt. Darf ich nochmal mal gucken, wie ich anfassen kann? Ja, kann ich anfassen. Wir gucken gerade mal einmal, wie es ausschaut. Also wir haben, ja, ich muss ohne euch gucken, also ich habe hier oben einen Schmetterling, hier habe ich 2, da habe ich einen, da sehe ich Pulver noch nicht geschmolzen. Also da ist eine Stelle, wo das Pulver noch nicht geschmolzen ist. So, dann habe ich hier unten 2, da 2, da einen. Dann würde ich jetzt hier und hier noch einen hinsetzen. Und das reicht dann eigentlich auch. Nehme ich nochmal ganz mutig die kleinen. Komm, ich nehme nochmal die kleinen. Ich gucke mal gerade, ob hier irgendwas ist. Ich versuche ihn jetzt einfach mal nicht so tief reinzudrücken. Wo wollte ich? Ich wollte einmal hier
und jetzt auch nicht zu fest aufzudrücken. Und einen wollte ich dort. Das sieht gut aus und das sieht auch gut aus. Sicht, also sehend, ist diese Technik, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber man kann sie auch relativ blind agieren. Ich glaube, ich hatte einmal, ich gehe nochmal auf Nummer sicher, streue ein bisschen mehr drauf. Erhitzen und danach kommt das, was, was die Leute immer am unangenehmsten finden. Eigentlich wollte ich gleich sogar noch eine zweite Karte mit euch basteln, weil ich nämlich auch noch Sachen vom Teddy gekauft habe und die da dort direkt verwenden wollte. Den Deckel sehe ich jetzt nicht, doch da ist er. Die Kamera, ja, Kamera läuft. Das, was ihr jetzt benötigt, ist in irgendeiner Form eine Farbe, die ihr verwenden wollt, und einen Träger, mit dem ihr sie verwenden möchtet. Also, und ich hatte mir überlegt, ich möchte gerne, ich weiß aber nicht, ob es deckend genug ist, und ich muss gucken, wo ich sie hingestellt habe. Das ist sie nicht. Da ist sie. Ich habe mir eine Stempelfarbe rausgesucht, Novo Sparkle Spray, und die benutze ich jetzt. Ich werde mir jetzt einfach Farbe, ich überlege über Handschuhe, denke ich nach. Ich trage mir einmal Farbe hier auf den auf. Wisst ihr, was ich jetzt mal kurz teste? Wie deckend das ist. Ist das deckend genug? Das ist eigentlich nicht deckend genug. Ach, wir testen es aus. Denn ich trage... Ja, ja, es ist nicht deckend genug. Es muss deckender sein. Oh, der Effekt ist trotzdem cool. Machen wir weiter? Wir machen erstmal weiter. Muss noch mal ein bisschen mehr Farbe nehmen. Also ihr seht, ich tupfe da einfach rein und streife das hier drauf. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, weil ich jetzt unter euch vorbei arbeite. Und ich nehme mir mal gerade irgendein Schmierpapier. Ich das Ganze festhalte. Ich glaube, mit dunkler sähe es noch effektvoller aus. Wir gucken es uns aber erst einmal gemeinsam an. Ich dachte mir, ich will mal mit einer anderen Farbe arbeiten als Schwarz. Also der Klassiker ist, dass man es mit Schwarz arbeitet. Ah, es gefällt mir jetzt schon echt. Oh, es sieht schon cool aus. Ich würde noch mal mit noch dunkler arbeiten. Aber nicht mit Schwarz. Ich überlege gerade, was wir nehmen. Ob ich mich an Acrylfarbe dran traue? Das im Endeffekt wird das ja auch eine Acrylfarbe sein. Ich gucke mal, was ich noch habe, was noch dunkler ist und vielleicht deckender. Und zwar nehme ich jetzt einmal eine Stempel-Nachfüllfarbe. Ach komm, ich packe mir die auf die gleiche Ecke. Gucken wir mal, wie dunkel die ist. Oh ja, die ist ein bisschen dunkler. Und dann gehe ich damit nochmal rüber.
Und dann, also wie gesagt, je dunkler ihr arbeitet, desto weniger sieht man von dem ursprünglichen Hintergrund. Und umso größer ist eigentlich der Überraschungseffekt. Und ihr könnt jetzt mit einem sauberen Tuch, welcher Form auch immer, noch einmal die Farbe runternehmen von dem Embossen, so dass das noch mal richtig klar rauskommt. So, ihr seht mehr wie ich, das ist ein bisschen gemein. Jetzt gucken wir gemeinsam. Oh, sieht das genial aus. Ah, hier sieht man, ne, bei dem Gute, da hat das ein bisschen gesprenkelt. Aber das finde ich nicht schlimm. Hier sieht man bei dem, also wenn ihr da nicht sauber mit dem Embossingpulver gearbeitet habt, hier hatte ich ja so ein bisschen was weggenommen und hier auch. Also das sieht man dann, das finde ich aber gar nicht so schlimm. Ich könnte jetzt mit dem Feinliner oder mit dem, jetzt würde ich sogar mit dem Brushpen, könnte ich jetzt sogar hier irgendwie noch Fühler oder sowas malen, aber würde ich gar nicht. Ja, auf eine Karte geklebt und da hatte ich eben schon diese cremefarbene mir gedacht, dass das gut aussehen könnte. Und fertig. Und eigentlich wollte ich noch, das ist nämlich die Sache, was habe ich gekauft? Moment, ich habe einmal gekauft beim Teddy das hier. Und kostet eigentlich 1 Euro, ist auch reguläre Ware. Und ja, wenn ich mit Schwarz gearbeitet hätte, das glaube ich noch besser ausgesehen. Ich habe es wieder für 10 Cent aus der Grabbelkiste bekommen. Und wenn ihr sagt, oh, ich finde sowas nie in der Grabbelkiste, ihr müsst dazu wissen, ich arbeite diese Grabbelkisten wirklich bis ganz unten durch. Das heißt, ich schnappe mir, also ich gucke, nehme mir als erstes eine Kiste, die möglichst leer ist. Dann gucke ich mir alles aus dieser fast leeren Kiste durch, stapel gegebenenfalls Sachen, damit ich bis ganz unten komme, durch, also weg, bis ich diese Kiste komplett durchgeschaut habe. Und dann arbeite ich mich Kiste für Kiste vor. Also dann räume ich alles von der nächsten Kiste in die fast leere Kiste um, bis ich auch da alles gesehen habe, was am Boden liegt. Und so arbeite ich mich einmal rum. Ich werde irgendwie immer für eine Verkäuferin gehalten, bekomme immer allerlei Fragen gestellt. Und jetzt könnt ihr euch, also wir haben hier einmal Perlchen, dann haben wir Sternchen, passt jetzt zu den Schmetterlingen nicht so gut, Herzchen. Dann haben wir hier nochmal, achso, ich halte es gar nicht in die Kamera, ich gucke es mir. Also wir haben 2 verschiedene Formen von Perlen, größere und kleinere. Dann haben wir Pailletten, einmal, also aber ohne Loch, dann heißen sie, glaube ich, nicht Pailletten, ne? Dann heißen sie Streublitzer. Was auch immer. Einmal Herzchen mit Streifen und einmal Sternchen mit Streifen. Finde ich total genial. Und wir haben ein Glitzerpulver und Blömsche. Ja, Paillettenblömsche. Und da könnte man jetzt gucken, ob man, oh, ne, die sind so kitschig, ob man davon was draufsetzt. Dann würden sogar am besten tatsächlich die Herzchen passen. Ne? Da lohnt es sich übrigens immer, die zwischen den Fingern zu reiben, weil manchmal die 2 aufeinander hängen. Ja, aber diesmal nicht. Also davon könnte man jetzt welche aufsetzen. Machen wir das? Oder alternativ, das war eigentlich der ursprüngliche Plan, habe ich auch noch gekauft. Die hier kosten eigentlich auch 1 Euro. Ich habe sie ebenfalls für 10 Cent ergattert. Und wir gucken mal gerade, ob das besser passt. Achso, und wie waren diese Dosen sind? Ah ja, nee, die sind nicht zum Schrauben. Ich muss es unter die Kamera halten. Sondern nur zum Abheben. Muss man da so ein bisschen aufpassen beim Aufbewahren, die sollte man sicherlich nicht durch die Gegend pfeffern. Wenn die sich öffnen, hat man sonst viel Freude. Da wäre ein Schraubverschluss schön gewesen. Ich könnte euch einfach weiter hier rüber nehmen. Dann seht ihr mehr, was ich tue.
Ich entferne halt immer diese Klammern, damit das im Altpapier unproblematisch ist. Da kann ich sogar gleich aufbewahren. So, und jetzt schauen wir doch mal, ob das das Ganze nicht perfekt ergänzt. Und wenn ja, ob ich dafür überhaupt noch ein freies Plätzchen hätte. Ach, warum nicht? Ach, toll. Gefällt mir gut. Dann kleben wir es auf. Also jetzt macht sich übrigens bezahlt, ob ihr Ordnung habt am Arbeitsplatz oder nicht. Ne? Das ist jetzt tatsächlich Gold wert. Weil genau das hier meine Klebeflaschen sind. Aber das wird die gleiche, die ich gerade hatte, oder nicht? Wenn ich die natürlich nicht zumache, dann trocknet das ein. Kann aber auch sein, dass es aufgegangen ist. Aber ich habe noch mehr Klebeflaschen. Haha. So. Ach komm, nicht ärgern. Nicht ärgern, habe ich gesagt. Da ist irgendwas verstopft. Oh. So, da ist der Übeltäter. Ich sehe nichts. Gucke ich mal mit euch durch die Kamera. Ja, das sieht gut aus. Dann zum Andrücken gerne auf den Kopf legen. Und dann können wir hier ein bisschen Klebe aufbringen. Der trocknet ja durchsichtig. Das heißt, ja, genial. Ja, so Karte Nummer 1. Karte Nummer 2 machen wir jetzt nochmal die gleiche Technik. Das Video wird wieder so lang. Aber mir geht's gut, wenn ich, der Hustenschiller hat auch echt geholfen, stelle ich gerade fest. Also, dann muss ich halt mal durch die Ekligkeit durch. Lass mich kurz nachdenken, ob ich tatsächlich die gleiche Technik nochmal mit euch mache. Ich will es, ich will. Ich habe da was vorbereitet. Ich habe nämlich dieses Blatt Papier schon rausgesucht. Wir nehmen nochmal hier die gleiche Schweinerei. Ich habe auch einen Stempel rausgesucht. Moment. Weil ich habe nämlich beim Teddy das hier bekommen. Kostet ursprünglich auch 1 Euro und gibt es zurzeit auch wieder. Es gibt diese maritime Ecke wieder. Ich habe das schon länger her gekauft. In der Bastelecke, in den Kruschtelkisten gefunden. Und möchte mit euch jetzt noch eine maritime Karte machen. Also sollte ich es vielleicht einmal zuschneiden. Wie breit ist es? Perfekt. Dann schneide ich es einmal auf 10. Ich arbeite jetzt der Einfachheit halber auch hier ohne Mattung. Mal 14,3. Dann habe ich passenderweise nämlich einen Stempel von Stempelgalerie von 2001. Also das sind halt diese Holzstempel, die halten halt einfach ewig. Deswegen bin ich ein großer Holzstempel-Fan. Je nachdem, wenn ihr Silikonstempel habt, das können Polymer oder Silikonstempel sein. Polymer ist hochwertiger, aber die Silikonstempel, die haben halt irgendwann ausgedient. Ich meine, klar, dafür sind sie günstiger, aber das hier hält halt ewig.
So, das möchte ich nämlich gleich. Dann kann ich doch eigentlich direkt eine Lücke lassen. Machen wir wieder das, weil das gerade am einfachsten für mich ist. Mit dem... Komm, dann machen wir den so. Ich überlege gerade mit dem Stempel. Ich muss erst mal schauen, wo habe ich die Stempelhilfe hingelegt. Da liegt sie. Das ist natürlich sehr groß, das alles Gute. Und ich müsste es definitiv anders platzieren, weil ja das doch recht groß ist. Ja, komm, dann machen wir doch einfach wirklich nur zwei. Also einmal Dingens, einmal so, die man ganz sieht. Und dann kann ich ja noch so ein paar halb zeigen. So, ich lege es wieder hier unten an. Ich fixiere es. Ich prüfe mal gerade einmal. Ich setze es mal, ich muss nur mal. Nee, ich glaube, ich lasse es so, weil es sicherlich noch eine gewisse Feuchtigkeit hatte. Gott. Habe ich gleich einen doppelten Abdruck, das wäre doof. Dann ist es halt jetzt lieber ein bisschen schief. Und wo habe ich das Stempelkissen verkramt? Und da. Ja, das mit dem Stempelkissen ist mit Sicherheit eine Schwierigkeit. Muss ich jetzt gucken, dass ich jetzt direkt mal auf das T achte. Ich würde jetzt auch gar nicht doppelt arbeiten, es sei denn, es sieht jetzt... Ich sehe gar nichts. Moment, dann muss ich mal gerade anders gucken. Doch, da ist aber was zu sehen. Ich bin jetzt mal optimistisch, dass das geklappt hat. Überstreue es mit Pulver. Ja, das ist natürlich echt gemein, wenn man peu à peu ein Chaos auf seinem Schreibtisch ausbrechen lässt. Ich glaube, ich nehme gleich wieder dieses Schmierpapier, dann kann ich die anderen Papiere nämlich wegwerfen. Und weiter, da ist das Pulver, nach dem Pulver schauen. So. Wir schauen einmal gemeinsam. Das alles macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und das Gute macht auch einen sehr guten Eindruck. Ich habe mir angewöhnt, sie wirklich diese Dosen immer zuzuschrauben. Weil das schon lohnenswert ist. Oh, das ist jetzt gemein. Das ist jetzt aber wirklich gemein. Da ist er. Ein durchsichtiger Deckel. Ach so. Ich föhne ganz gerne, wenn ich merke, dass sich das Papier zu sehr biegt von der Unterseite, weil ja der Föhn erst eine gewisse Hitze haben muss, bis das Pulver schmilzt. Und man durch das Föhnen dem Papier Feuchtigkeit entzieht. Ich versuche gerade in die Kamera zu sprechen und nicht unter die Kamera. So. Atmet mit euch gemeinsam. Sieht man eigentlich meinen Kopf unter der Kamera? So, das macht einen guten Eindruck. So, jetzt muss ich mal gerade einmal. Was hatten wir jetzt hier oben? Wollten wir den da platzieren, ne?
Und hier unten dann den anderen. Hoppala. Und der hat halt jetzt ein diffiziles Muster. Und ich habe die Hoffnung, dass das total mega aussieht. Muss ich nur mal einmal gucken. Da will ich ihn hinsetzen. Oh, hoffentlich klappt das. Und jetzt setze ich noch so ein paar. Einen dahin. Und hier. Hoppala. Hier oben. Ach, das soll schon reichen. Dann weiß ich auch, wo ich anfassen kann. Ich glaube, das war's, ne? Nur an die drei Stellen habe ich es doch gesetzt. Wir gucken uns das Ganze an. Hier oben haben wir das. Das macht auch einen guten Eindruck. Das sieht gut aus. Achso, das Gerät, mit dem ich das Pulver immer zurückbefördere, nennt sich Snappy Tray. Das habe ich von Wolfgang Hein, von Hein Design. Ist von ursprünglich von Judikins. Nein, du sollst hier drauf scharf stellen. Hier drauf, Kamera, danke. Und es war eine Zeit lang nicht lieferbar. Wolfgang wollte mir Bescheid sagen, wenn es wieder da ist. Ich habe bisher keine Meldung erhalten. Kann aber auch sein, dass er vergessen hat, mir Bescheid zu sagen. Schaut also einfach mal im Shop nach. Wenn ich dran denke, verlinke ich es aber. www.heindesign.de. So, und auch hier müssen wir jetzt natürlich den besonderen Effekt erzielen oder erreichen wir dadurch, dass wir mit einer sehr dunklen Farbe arbeiten. Und ich glaube, die hier ist gar nicht dunkel genug. Lass mich mal gerade einmal gucken. Ich glaube, die ist nämlich sehr eher türkis, ne? Sehen Sie nichts? Lass sie mich einmal gerade ein bisschen verstreichen. Das ist eine gute Frage. Ich würde fast Tintenblau nehmen. Wisst ihr was? Wir nehmen das. Wir probieren das einfach mal wirklich klassisch Tinte aus. Also ich meine, jetzt wirklich eine klassische Tintenpatrone. Meine Finger sind eh bunt, dann ist es jetzt auch egal. Ich stupse die Kugel rein. Tada! Und packe mir einfach mal ein paar Tropfen hier drauf. Und dann nehme ich mir mein Schmierpapier. Achso, ich wollte noch Fragen beantworten, fällt mir gerade ein. Und mein Schmierpapier ist natürlich jetzt runtergefallen. Ne? Ist klar. Ich nehme mal das hier. Ihr seht wieder mehr wie ich. Aha. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil es unterschiedlich intensiv ist. Wir schauen mal gerade einmal, ob das daran liegt. Also ich habe auch vielleicht nicht gut genug geprüft, ob das Pulver, hoppala, überall geschmolzen war. Ah, sieht trotzdem cool aus. Gefällt mir gut. Es ist leider, kommt der Untergrund nicht so deutlich raus, wie ich es mir erhofft hätte. Aber das ignorieren wir. So, was nehmen wir für eine Karte? Cremefarben passt diesmal nicht. Das ist zu Tintenblau. Das ist mir zu sehr Ton in Ton.
würde jetzt echt eine weiße Karte nehmen. Weil das passt dann auch zu dem Weißen. Seepferdchen. Das klebe ich schon mal auf und hole eine weiße Karte. Hoppala. Ich hoffe, meine Finger sind sauber genug, dass ich das jetzt nicht verschmiere. Ja, es irritiert mich, dass das alles, bei dem alles, das so. Und vielleicht hätte ich es erst aufkleben sollen, bevor ich. So, ich packe jetzt mal ein bisschen mehr Klebe wie sonst drauf. Weil es halt auch mehr gewellt ist wie sonst. Ja. Ich glaube, ich nehme den echt noch mal einmal runter. Ja, muss ich mit dem Gesicht drüber, es hilft alles nichts. Und das würde ich jetzt mal einmal hier abnehmen, dass die Klebe und das Ganze einmal zum Trocknen und gerade ziehen unter die Matte legen. In der Hoffnung, dass es mir jetzt gleich nicht an der Matte festklebt. Gut. So, was habe ich noch gekauft? Ich wollte euch noch irgendwas zeigen. Was war es eigentlich, ne? Machen wir noch eine dritte Karte mit den Bändern? Wie sieht denn das hier aus? Was haben wir denn hier für lustige? Ihr wisst ja, ne? Ich benutze ja immer alles nochmal. Passt zwar farblich gar nicht so gut, aber auch das hat mich noch nicht abgehalten, Dinge zu tun. Das ist zumindest interessant. Wir nehmen das jetzt. Ich schneide mir hier den Rand ab. Das ist sehr, sehr spannend. Dann schneide ich mir das hier auf. Gucke mir an 10. Das passt doch eigentlich ganz gut. Ich schneide mal einmal gerade bis zu dem Hallo. Und dann gucke ich mir, ja, hier ist sehr viel weißer Rand, wo ich den lieber abschneiden möchte. Ob ich dieses Türkise, ob mich das stört. Mal grad gucken, wenn ich das hier auf 10 schneiden würde, wie viel von dem Türkisen weg wäre eigentlich. Dann mache ich das so. Und versuche hier nochmal ein bisschen Farbe rauszuholen, beziehungsweise irgendwo liegt ja auch diese Tintenpatrone hier rum. Ich kann ja auch einfach nochmal ein bisschen hier noch mal Tinte aufbringen. Nichts geht über eine ordentliche Schweinerei, wisst ihr doch. War schon lange nicht mehr richtig rumgeschweinereit, ne? Da müsste ich mal wieder mehr machen, wa? Aber es gefällt mir schon gut. Finde ich schon cool. Jetzt machen wir mal eine richtige Schweinerei. Ich hätte jetzt gedacht, dass dieser eine Punkt, den ich ihn so getropft habe, dass der dann relativ stark einzieht. Hat er gar nicht so. Okay, ich gebe zu, jetzt passt das mit dem For You gar nicht so farblich. Ziehen wir es trotzdem durch. Ah, es passt farblich jetzt wirklich nicht so gut, ne? Komm, dann nehmen wir lass mich kurz nachdenken. Wie ich es mache. Ich könnte euch noch was zeigen, was ich beim Action gekauft, beim Teddy bekommen habe. Und was man dann kombinieren könnte. Und dann dürfte es besser aussehen. Komm, das mache ich. Hol ich mal gerade raus.
Und zwar habe ich diese Spitzenmännchen bekommen. Also ich weiß nicht, wie die Originalverpackung ausschaut. Achso, ich muss mal wieder was Weißes dagegen halten, damit ihr die Farbe besser erkennen könnt. Und wir gucken mal, das ist zum Teil etwas angeschmutzt, was wir davon nehmen, ob wir das ignorieren. Ja, das glaube ich, kann man ignorieren. Habe ich schon eine Schere benutzt heute? Ja, ne? Da ist sie. Nee, doch nicht. Nehme ich einfach eine neue. Und wenn man mit solchen Bändern arbeiten möchte, lass mich gerade einmal gucken. Ja, finde ich schon gar nicht verkehrt. Das machen wir. Ich hatte erst überlegt, ob wir doppelt arbeiten. Ich zeige euch, was ich meine. Also, ob ich einmal so und noch mal eine zweite Linie, eine zweite Reihe hier mache. Gucken wir uns mal gerade gemeinsam an und dann erst das Band darüber. Oh, das gefällt mir auch gut. Dann machen wir doch das. Ich wüsste ja zu gern, inwiefern ihr immer meinen Kopf seht. So, ich versuche jetzt, mich mit Hilfe dieser Matte zu orientieren. Ich greife mir doppelseitiges Klebeband. Ich versuche es zumindest. Das könnte es sein. Ja. Und das müsste eigentlich von der Breite schon eigentlich reichen. Ich möchte es nicht zu mittig haben. Ich möchte es ungefähr parallel zum Rand haben. Das könnte passen. Das macht einen guten Eindruck. Ich klebe es jetzt einfach auf. Ich reiße es ab. Ich löse, also ich drücke es an, löse die Schutzfolie und klebe den ersten Teil auf. Es ist ein bisschen verschmutzt, aber das finde ich irgendwie auch cool. Wir nehmen das jetzt einfach und wir kleben es auf. So. Und ich denke kurz darüber nach. Erstens, wie stramm ich es ziehe, weil je strammer ich es ziehe, desto mehr wellt es sich nach hier unten. Und worüber ich noch nachdenke, ist, inwiefern ich jetzt eine Lücke lasse, aber das mache ich nicht. Klebe es mehr oder weniger. Achso, ich könnte. Oh, guck mal, habe ich doch durch Zufall, dass ich hier das genau gegenüberliegend habe. Das passt doch sehr gut. Wenn mich das jetzt hier stört, dass das hier und hier so ein bisschen wellt, dann kann ich das immer noch ein bisschen irgendwie hier drunter festkleben. Ne? Das geht. Aber das finde ich jetzt, es ist eine Spitze und die darf auch lose sein und das möchte ich jetzt oben drauf kleben und ich glaube dafür ist dieses Band zu breit. Da brauche ich eine Nummer schmaler und eine Nummer schmaler gibt es beim Teddy. Wenn ich das Foto habe, zeige ich beide, sowohl wie das beim Action aussieht, das Band wie Vom als auch Teddy wie habe beim ich leider Teddy. kein Foto, deswegen nur Action. Und das klebe ich mir jetzt hier mittig drauf. Und ich gehe wieder rechts und links über den Rand. Ich gehe sogar jetzt mal richtig großzügig über den Rand. Ich sage euch auch gleich warum. Weil ihr dann den Vorteil habt, dass ihr es auf die Matte dran drücken könnt. Und von der Matte kann man besser die Schutzfolie abziehen. Und jetzt klebe ich dort.
das Band auf. Und ich mache es immer ganz gerne so, dass ich mit der Schrift quasi anfange. Ich hatte die Karte ja vorher klein geschnitten, ne? Ich kann natürlich auch so gucken, dass es gleichmäßig aufhört. Aber das mache ich. Ich mache jetzt mit dem Vor, fange ich an. Und höre quasi mit dem Vor auch wieder auf. Drücke es an, das ist wichtig. Schneide es ab. Ich kann jetzt die Karte lösen und alles, was ich jetzt hier habe, um die Ecke kleben. Einmal und zwei. Cool. Ja, jetzt ist es noch ganz wichtig, dass man mit Schaumklebeband arbeitet, weil ich hier eine gewisse Dicke habe. Wenn ich da mit dem hier arbeiten würde, würde man das sehen. Ach, übrigens, die größte Schwierigkeit eben war, dass ich das einstöpseln musste ohne Brille auf Entfernung. Das sind manchmal so die Kleinigkeiten. Jetzt suche ich natürlich die Nadel, die irgendwo hier ist. Da ist sie. Da war sie. Moment, ich habe sie doch gerade gesehen. Habe ich es mir nur eingebildet. Naja, wird wieder auftauchen. Was wollte ich sagen? Genau, dass wir mit dem Schaumklebeband arbeiten. Und da war ich gefragt worden, auf was ich das denn da bitte geklebt habe. Und da kann man verschiedene Sachen nehmen. Das hier sind zum Beispiel von Hygiene, Frauenhygienemittel, die Rückseiten. Man kann aber genauso gut zum Beispiel von Briefmarken die Rückseite nehmen oder sogar auch von Paketklebeband oder was auch immer ihr benutzt, wo etwas draufgeklebt hat. Wichtig ist, dass man die Seite erwischt, auf der man wirklich das Ganze wieder abgelöst bekommt. Und dann kann man das da draufkleben. Ich zeige auch mal gerade die Frage. Sonst habe ich ja die Screenshots ganz umsonst gemacht. Und dann kann ich halt jetzt ganz entspannt mir das in Stücke schneiden, ohne dass meine Schere mir verklebt. Und das abziehen und aufkleben. Achso, man hätte sich noch ein bisschen entscheiden können, auf was für eine Karte man es eigentlich aufkleben möchte. Was wollen wir denn da nehmen? Cremefarben, ne? Könnte das nochmal gut aussehen? Boah, habe ich es doch nicht zugeschnitten. Ich war mir so sicher, dass ich es zugeschnitten habe. Das sollte man immer vorher machen. Wartet, lasst mich gerade nachgucken. Ja, habe ich nicht nochmal. Ich habe nur die Breite gemacht. Und die ist auf, ach so, ich würde schon gerade sagen, auf 10. So, wie macht man das, wenn man das Problem hat? Man hat jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt alles, was ich draufgeklebt habe, nochmal lösen. Und wenn ihr das so frisch macht, und so schnell macht wie ich jetzt, dann geht das sogar einigermaßen. Lass mich los. Du auch. Und du auch. Alle hier auf Seite. Du auch. Am besten gemeinsam, weil dann könnt ihr es nämlich gemeinsam auch auf der Rückseite vorsichtig abziehen. Wobei es nicht schlimm ist, wenn es ein bisschen kaputt geht, weil ihr das ja eh abschneidet. So, dann kürzen wir es jetzt auf 14,3. Und dann kann ich es wieder darunter lösen und nochmal um die Ecke kleben.
Loslassen. Loslassen. Und um die Ecke kleben. Passt. Dann kommen die wieder hier hin. Und er wieder dahin. Gefällt mir sogar gut. Das machen wir jetzt. Man hätte auch jetzt jede andere Farbe nehmen können, aber ich finde das jetzt mit dem relativ neutralen Creme sogar ganz gut. Und wem das jetzt oben zu leer ist, da kann man jetzt noch, ach ja, können wir doch sogar for you. Lass mich mal gerade überlegen, ob ich da die schwarzen Herzchen hinhaben möchte. Sternchen. Und dann sieht das Ganze so aus. Hey, gefällt mir gut. Haha. Sternchen. Glitzer. Ich könnte auch noch mal. Nein, das ist jetzt zu viel. Das sind die Blumen. Die haben mir nicht gefallen. Die Herzchen finde ich ganz süß. Da müssten auch hier noch welche von rumliegen. Aber das ist so etwas da. Es dürfte eins sein. Ah ja, doch, da sind sie. Man sieht sie leuchten. Das ist die Überlegung. Könnten wir sogar auf die Spitze. Könnten die wirklich so konfettimäßig draufstreuen, ne? Also dass sie gar nicht so ordentlich sind, sondern wirklich das finde ich gar nicht verkehrt. Gar nicht ausrichten. Ja, kann man auch schon so nehmen, ne? Packen wir da noch einen hin. Und da. Ja, gefällt mir gut. Jetzt nur noch festkleben. Nur noch ist gut. Einen dahin. Na. Huch. Sind die eigentlich von beiden Seiten gestreift? Nee, sind sie nicht. Oh, ich will aber die gestreifte. Da muss ich da jetzt drauf achten. Es ist nur die eine Seite gestreift. Wo ich doch das so cool finde. Nee, andersrum. Kind, ich gewinne. Ich muss wieder mit meinem Kopf in euren Weg. Und auch da übrigens, wenn ihr da jetzt zu viel Klebe benutzt, wodurch das Ganze dann irgendwie absteht, ist das auch von Vorteil. Und nicht von Nachteil. Hoppala. Das sollte nicht passieren. Ist da, was ich jetzt mache?
Ich ignoriere das. Dann haben wir nämlich da auch den Konfetti-Effekt, dass halt manche gestreift sind und manche nicht. So, habe ich alle? Gerade prüfen. Fällt keiner runter. Dann schauen wir jetzt mal. Oh, die ist auch süß geworden. Gefällt mir gut. Und dann schauen wir jetzt mal, ob meine Karte sich festgeklebt hat. Ein bisschen, das macht aber nichts, weil da kommt ja jetzt eh wieder die... Da ist sie drauf. Ich nehme jetzt gar nicht ganz so viel. Und dann hält das schon. Haha. Ja, was sagt ihr? Also nur mit Schwarz wirkt diese Technik am krassesten, am besten. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie sie eben auch mit anderen Farben funktioniert. Ich glaube, ich war darauf auch schon mal angesprochen worden nach dem Motto, oh, das müsste doch mit Dunkelblau auch gut aussehen. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich die Pinsel hin tue, weil meine Katzen gerne an verschiedenen Sachen rumnagen. Das ist Klebe. Wo ist die Nadel? Komm, jetzt gebt mir doch mal einen Tipp. Seid doch mal nett zu mir. Danke. Hab sie. Ja. Habt ihr das schon mal selbst ausprobiert? Wenn nicht, ab an den Basteltisch mit euch. Ich habe euch gezeigt, dass man kein besonderes Material dafür braucht. Also, dass man auch mit einem Küchenschwamm arbeiten kann. Ja, ja, ist klar, ne? Ist wieder die letzte Dose. Wobei, es sind 6 Dosen, ne? Ich weiß nicht, wo die 6. sich versteckt. Was war denn die 6. Pärchen auch nochmal, ne? Ja. Dass ihr mit einem Küchenschwamm genauso gut arbeiten könnt wie hiermit. Und ich habe auch gezeigt, dass ihr eigentlich jede Farbe nehmen könnt. Also da könnt ihr einfach loslegen und ausprobieren. Dann werde ich jetzt noch... Habe ich diese Karte? Es war, glaube ich, dieses hier. Meine Reste einkleben. Okay, ich sehe nichts. Ist Klebe rausgekommen? Ja. Steht's über? Wartet, lasst mich gucken. Ja, steht ein bisschen über, aber auch nur, weil ich nicht an den Rand gegangen bin. So, was haben wir hier noch für Streifen? Noch einen grünen. Und einen grün-blauen. Ach ja. Gut, dann mache ich jetzt noch das Vorschaubild. Ach genau, ich wollte noch Fragen beantworten. Ich suche jetzt mal die Kommentare raus und werde sie dann beantworten. Genau, bis gleich. Das ist echt lustig, weil ich teilweise nicht sicher bin, ob ich das jetzt bereits beantwortet habe oder nicht. Mir ist das hier auf jeden Fall begegnet. Die Stempelmesse Süd ist relativ bekannt. Kreativer Dortmund ist ziemlich bekannt. Und in Berlin scheint es noch was zu geben. Das ist aber alles nicht so wirklich Mitteldeutschland. Deswegen gebe ich die Frage hier einfach mal in die Community. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps und ja, Messen, die empfehlenswert sind. Hier ein Tipp, den ich sehr gerne weitergebe. Ihr könnt das zum Beispiel fixieren oder spannen, indem ihr auch ganz banal Washi-Tape benutzt und euch das auf die Unterlage festklebt und dann so lange tatsächlich dort kleben lasst, bis das Papier trocken ist, gegebenenfalls das Papier trocken föhnt. Seit einigen Monaten gibt es die Möglichkeit, sich fremdsprachige Kommentare von YouTube per Google-Übersetzung übersetzen zu lassen. Und ich finde das immer dann spannend, wenn es ein deutscher Kommentar ist. Und besonders spannend finde ich, das den dann übersetzen zu lassen. Und das Ergebnis ist ja wohl genial, oder? Das letzte Video vom Freitag ist das Urlaubsvideo zum Fuerteventura-Urlaub vom Januar. Und wer sich das Video angeschaut hat, der versteht jetzt auch noch viel besser, warum ich mir diesen Rochenstempel von Cats and Apple Trees kaufen musste. Und ich verlose zum Fuerteventura-Video dieses Stempelset,
dazu bitte einmal beim Fuerteventura-Video einen Kommentar hinterlassen mit mindestens 5 Wörtern. Ich empfehle aber tatsächlich, dass ihr euch das Video anschaut. Ich bin etwas stolz drauf. Ich finde, es ist sehr, sehr gut gelungen und vermittelt, auch wenn ich euren Kommentaren Glauben schenken darf, doch ein wenig Urlaubsfeeling. Und das bei dem zurzeit etwas tristen Wetter ist das ja vielleicht ganz nett. Und da es ein ziemliches Tiervideo ist, gibt es halt auch Tierstempel, die ich verlose. Übrigens, das nächste Video, was kommt, ist das Katzenvideo. Das kommt so, was haben wir heute? Also ich gehe davon aus, dass das Video heute, sprich Sonntag, noch online geht. Dann geht Dienstag oder Mittwoch das Katzenvideo online. Ich hatte ja schauen wollen oder euch gebeten, dass ihr euch das Video anschaut. Und ja, das hat nicht ganz so funktioniert. Es ist jetzt nicht dramatisch. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren. Aber in dem Zusammenhang auch mal ein bisschen recherchiert, weil das auch immer wieder Fragen von euch sind. Wann zählt denn ein Video? Also am besten zählt es, wenn ihr halt tatsächlich in irgendeiner Form interagiert, sprich einen Kommentar da lasst, einen Daumen da lasst, in irgendeiner Form halt zeigt, hey, das Video hat mir gefallen, das ist jetzt nicht nur gelaufen, während ich gekocht habe. Wer es bisher noch nicht gemerkt hat, ich bin halt ein Statistikfreak und finde das sehr, sehr spannend und ganz lustig finde ich dann so Tipps und Hinweise von YouTube und naja, das, was halt das ist, warum das Video gut läuft, ist halt, wenn ich Action und Teddy kombiniere. Und wenn das so ist, dann komme ich dem halt nach. An dieser Stelle auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön, dass ihr meine Videos schaut, meine Werbung ertragt. Wer von euch sagt denn überhaupt Kasching? Das hat noch keiner beantwortet. Und ihr seht, YouTube würde noch viel mehr Werbung schalten, als ich es mache. Und ja, ein ganz besonderes Dank natürlich auch an all diejenigen, die mir per PayPal etwas zukommen lassen. Das ist natürlich vor allen Dingen in Kombination mit solchen Kommentaren immer wieder, ja, eine besondere Wohltat und Freude. Okay, bis dann. Tschüss.